Ich war früher immer richtig schlimm. Ich habe kein einziges Stückchen Stiel davon gegessen. Oh. Meine Mama ist so ein bisschen irre geworden mit mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Der Tag der Liebe steht vor der Tür und was passt da besser als ein Valentinstag-Special? Dafür habe ich mir jemand Besonderes eingeladen und zwar Julia Beautix. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Schön, dass du Zeit gefunden hast und wir beide werden heute unser Valentinstagsmenü kochen. Ein ganzes Menü. Warum nicht? Ja, cool. Ich freue mich. Was machen wir denn? Wir starten mit einer Mais-Chili-Suppe, die so eine leichte, pikante Schärfe hat und etwas Süße. Dann haben wir einen Hauptgang, komplett vegetarisch. Sehr gut. Wir machen einen Quinoa-Bratling, eine Ofenmöhre und dazu einen lauwarmen Avocadosalat mit Brokkoli. Ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Als Abschluss haben wir natürlich einen kleinen Brownie mit einem Spekulatius-Kirscheis. Wir können vielleicht direkt starten und zwar nimmst du einmal die Süßkartoffel. Okay. Ich schneide immer erst die Enden einmal ab, weil dann steht sie sicherer. Dann einmal in der Mitte durch und dann kann man ganz vorsichtig die Schale runter machen. Okay. Bist du denn eigentlich auch ein Valentinstags-Fan? Ist das für dich eine Tradition, oder? Ein bisschen beleidigt wäre ich schon, wenn er komplett vergessen werden würde, so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das feiere wie Weihnachten oder sowas. Es ist so ein bisschen, man macht's, weil gehört sich so fast. Ich habe hier einen Topf aufgestellt mit Wasser, denn den Quinoa, den müssen wir etwas kochen. Für den Brownie stelle ich schon mal die Schokolade in den Ofen, denn die kann man bei 60 Grad wunderbar schmelzen, dann braucht man kein Wasserbad aufstellen oder die Mikrowelle versauen oder solche Geschichten machen. Und das Ganze, nehmen wir aber ein bisschen größeres Messer, einfach in Würfel schneiden. Gut. Während du noch die Kartoffeln zu Ende schneidest und der Quinoa vor sich hinkocht, setzen wir schon mal die Suppe an. Das sind alles so Schritte, die ganz locker nebenbei laufen können. Und das Beste eigentlich an diesem Menü ist, ihr könnt euch das alles vorbereiten. Und wenn der Besuch kommt, braucht ihr eigentlich fast nur noch warm machen. Okay, das ist sehr praktisch. Für die Suppe geben wir etwas Olivenöl in den Topf und nehmen uns eine Zwiebel. Dass du das alles so durcheinander kannst. Ich wüsste gar nicht, was ich hier zuerst machen soll und was wozu gehört später. Das ist manchmal tatsächlich verwirrend. Ja. Aber ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mache ja nichts anderes den ganzen Tag. Ne? Wieder. Wahrscheinlich irgendwann kann man es. Irgendwann weiß man, was wie lange wo braucht. Okay. Die Kartoffeln kannst du in den Topf tun. Ja. Dann tun wir da ein bisschen Wasser dran. Die Zwiebeln schneiden wir klein. Dann gebe ich dazu eine Knoblauchzehe, die auch klein. Den Ingwer brauchen wir hier nicht schälen, weil wir die Suppe sowieso noch mixen und durch ein Sieb geben. Ne? Bei dem Zitronengras ist ganz wichtig, ich schneide den eigentlich nie gerne klein, weil dann hast du hinter diese ganzen Fisseln da drin. Und wenn du die Suppe mixt, hast du das nur im Mixer hängen. Ja? Deswegen lasse ich den immer ganz. Und da ist ganz wichtig, einfach die Rückseite vom Messer nehmen. Und draufhauen und die ätherischen Öle kommen raus. Und eigentlich geht es da nur, machen wir so, um den Geruch davon. Du kannst hier schon mal den Brokkoli nehmen und schön die Röschen von abmachen. Okay. Ich war früher immer richtig schlimm. Ich habe kein einziges Stückchen Stiel davon gegessen. Oh. Meine Mama ist so ein bisschen irre geworden mit mir. Das liegt generell an den grünen Sachen. Ich glaube, dass man manchmal einfach früher Angst hatte vor etwas Grünem. Das könnte sein, ja. Immer so dieses Gesunde, ne? Ja, Spinat und alles, das war auch ganz schwierig. Die Zwiebeln nehmen leicht Farbe, der Knoblauch auch. Es duftet schon unwahrscheinlich gut und das Ganze bestäuben wir jetzt mit ein bisschen Curry und mit ein bisschen Kurkuma. Den rösten wir mit an und löschen das Ganze mit ein bisschen Weißwein ab. Jetzt geben wir den Mais dazu und füllen das Ganze mit Gemüsebrühe auf und lassen das schön vor sich hin köcheln. So gut im Schneiden, ne? Das überlasse ich dir gerne. Sehr gerne. Ich mache das tatsächlich gerne. Hier machen wir nur ein bisschen Olivenöl dran und geben jetzt schon etwas Meersalz dazu. Und dann schieben wir das Ganze bei 160 Grad einfach in den Ofen.
für circa 15 bis 20 Minuten. Das geht ja. Eben. Zack. So, wir sind schon wahnsinnig gut im Rennen. Deswegen bereiten wir jetzt unseren Brownie vor. Schon? Ja, das okay. Geht schneller als gedacht. Geht echt alles mega schnell hier. Ich bin Eierschale, wow. Nichts passiert, schmeckt man nachher eh nicht mehr. Backt sich weg, ne? Nein, passiert. Gehört dazu. Ich würde mich da nicht von freisprechen. So, dann kommt brauner Zucker dazu. Dann kannst du das Mehl dazu tun. Den Backkakao. Und richtig viel Schokolade. Schokolade und eher so eine regionale Geschichte, ne? Und zwar Rübenkraut. Ah, ich dachte schon, das ist irgendwie Schokosoße oder so. Oh, das klebt auch wunderbar. Rübenkraut war auch so eine Geschichte bei mir früher. Das konnte ich auf den Brot nicht ab. Ne? Meine nee. Oma hat das immer gemacht, zu Reibeplätzchen damals. Und das war für mich so wie Teer. Super süß, ja, bitter, nach nichts geschmeckt. Ich fand's auch schrecklich. Aber irgendwann habe ich es lieben gelernt. Und für den Brownie gibt dem das so einen gewissen Glanz und so eine ganz tolle Note. So. So, das sieht fantastisch aus. Und jetzt kommt natürlich noch etwas Butter. Ein bisschen. Ein bisschen, ja, das wird ja immer so zelebriert. Ne? Das macht man in jeder Koch. So viel Butter, oh mein Gott. Ja, aber mit mehr Butter schmeckt es halt auch besser, ne? Richtig. Und darum geht's ja. Das packen wir jetzt auch in den Ofen. Und zwar können wir das bei den Möhren mit dazu packen. Das vermischt sich nicht vom Geschmack. Und das geht auch bei 160 Grad. Der braucht allerdings 35 Minuten. Die Süßkartoffeln schmeißen wir damit rein. Dann etwas Tomatenmark und etwas Buchweizenmehl für die Bindung. Okay. Und dann wird das quasi eine Pflanzenfrikadelle. Könnte man so sagen. Damit die ganze Masse ein bisschen geschmeidiger wird, machen wir jetzt noch ein bisschen Mandelmus dran. Ist ja auch so ein mega Hype. Mandelmus? Ja, Mandelmus, Cashewmus. Ja. Ist ja fast überall ausverkauft. Kann ich auch löffeln, sollte man nur nicht. Bisschen Koriander noch dazu. So, die Mais-Chili-Suppe füllen wir jetzt auf mit etwas Kokosmilch. Und dann lassen wir das Ganze nur noch ein bisschen ziehen. Bist du eigentlich schon lange Vegetarierin? Seit knapp über einem Jahr, so richtig. Also ich habe erst, ich war so richtig extrem und bin sofort so komplett auf vegan gegangen. Mhm. Weil ich mir so tausende an Dokus angeschaut habe und danach einfach verstört war. Aber so nach 4, 5 Monaten habe ich den Käse dann doch ein bisschen zu sehr vermisst. Das ist genau der Punkt, den ich da tatsächlich auch habe. Ne? Ja. Das glaubt man immer nicht. So, wir nehmen einfach so, sag mal so Bobbles. Ja, braten die schön klein, dann sieht es dann schöner aus. Fast so eine Falafelgröße. Bist du mehr so der Käsestullen-Typ oder wirklich so, ach, ich mag so richtig stinke Käse, so ein Herzhaft drin, so eine Käseplatte? Ja, beides eigentlich. Also ich habe auch nichts gegen Stinkekäse tatsächlich. Wo die meisten ja echt sagen, aber nö. Das ist schon also so ein herzhaften Blauschimmel. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das macht schon Spaß, definitiv. Und auch da kommt natürlich noch eine Flocke Butter mit rein. Sieht stark aus. Ein bisschen Stückchen sind noch. Ja, ganz werden wir das mit dem Pürierstab, glaube ich, nicht hinbekommen. Ja. Deswegen gießen wir das noch durch den Sieb. Bisschen Salz. Ist lecker. Und ein ganz bisschen Honig machen wir da noch dran. Okay. Ganz easy. Ich brauche noch ein bisschen Olivenöl dran. Mehr Salz. Für das Dressing nehmen wir auch einen guten Löffel Honig, dann etwas Kreuzkümmel, dann haben wir Tahin, das ist Sesampaste, etwas Olivenöl und
und ein bisschen Zitronensaft. So, unseren Brokkoli, da geben wir jetzt noch ein bisschen Sesam dran und rösten den mit. Und wir schneiden unsere Avocado grob in Spalten und geben die mit dazu, dass das ein bisschen warm wird. Und dann können wir eigentlich auch mit dem ersten starten. Okay. Die ist wirklich sehr gut. Da kann man so als Entree, ne, an so einem Valentinstag, kann man schon mal durchaus mit punkten. Voll. Jetzt lerne ich hier mal, wie man richtig anrichtet. Das kann ich nämlich nicht. Nein, ja. Irgendwie sieht es immer aus wie ein Schlachtfeld. Gerade wenn du einen schönen Teller machen möchtest, dann ist manchmal besser, man macht erstmal so ein bisschen weniger, genau. Meine Mutter hätte wahrscheinlich auch 4 Stangen Möhren drauf, klatsch, den Brokkoli. Hauptsache, es schmeckt. Eben, ne? Und dann kommt, es ist noch was da. Ja. Also bei dem Gericht glaube ich tatsächlich fest, es wird niemand Fleisch oder Fisch vermissen. Mhm. Weil es einfach super gut ist von der Kombination dem Quinoa, dem Sesam. Und auch so viel Verschiedenes. Richtig schönes Geschmackserlebnis. Ja. Apropos Geschmackserlebnis, eine Sache haben wir noch im Ofen. Und zwar unseren Brownie. Zu dem Brownie machen wir ein Kirsch-Spekulatius-Eis. Gefrorene Früchte mixen wir mit etwas Zucker, etwas Sahne und etwas Spekulatius. Und dann ist es direkt servierfertig. Wir starten damit, dass wir erst einmal den Zucker reingeben. Und den mixen wir einmal kurz durch. Und wenn ich jetzt so einen Teil nicht habe, kann ich einfach einen normalen Mixer nehmen, oder? Ganz genau. Hauptsache, der hat Power, ne? Okay. So, dann wollen wir das mal probieren, oder? Ja, ich freue mich sehr. Passt auch farblich zum Thema, ne? 1A. Und wenn du jetzt zu dem Menü eingeladen werden würdest am Valentinstag, würdest du dann sagen, oh, hat sich gelohnt, oder? Ja, schon. Schon alleine deshalb. Egal, wie der Rest ausgehen würde, hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Sehr gut. Ist richtig lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Valentinstag. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Bist immer herzlich willkommen. Und macht's gut und viel Spaß. Tschüss.